Es ist wieder Pen und Paper Zeit auf GameTube mit dem Meister der Würfel, Ben Paper. Und ihr fragt euch sicher, Moment mal, da ist ja nur einer mit dabei. Was ist denn hier los? Wir spielen eine längerfristige Runde. Das heißt, wir werden dieses Abenteuer jetzt über mehrere Wochen angehen. Und das heißt auch, wir wollen uns ein bisschen mehr Zeit lassen, um die Charaktere so ein bisschen zu entwickeln. Das heißt, für diese kurze Einführungsszene bin jetzt erstmal nur ich mit da. Und dann holen wir nach und nach mehr Nasen mit dazu. Und das Coole ist, das Szenario diesmal ist Sci-Fi. Du befindest dich auf einem dir unbekannten Planeten. Überwuchert mit phosphoreszierenden Pflanzen, die den dichten Dschungel in unendliche Farben tauchen. Dir gegenüber steht eine Gestalt, größer als du, schlank, eine anthropomorphe Dame, halb Mensch, halb Katze, blaue Haut, große gelbe Augen, eine schwarze Mähne, in primitiven Lederfetzen gekleidet, nähert sie sich dir, zeigt hinauf. Durch das Geflecht aus Lianen erkennst du einen riesigen, blau leuchtenden Himmelskörper. Und du hörst sie flüstern: Ich sehe dich. Und dann tritt sie dir ans Schienbein und ruft mit tiefer Stimme: Aufwachen! Au! Ein wiederholter Tritt befördert dich in die Realität zurück. Der Traum in dieser grotesk absurden Welt endet plötzlich. Du hörst irgendwo hinten noch einen Song. I see you. Und dann bist du in einer kleinen, kargen Zelle auf einer metallenen Pritsche. Noch ein Tritt und dann versichert sich der in schweres Thermaplast gerüstete, dicke Wärster mit dem kleinen Schweinsgesicht, ob du auch wirklich wach bist. Aufwachen, hab ich gesagt! Ja, ich bin ja schon wach. Ja. Was ist denn jetzt schon wieder? Und im Hier und Jetzt. Du erinnerst dich, das Nebula-System, Planet Argon. Du bist in irgendeinem der Bezirke der Großstadt Karatel. Und dir wird vorgeworfen, dass du an einem gestrigen Anschlag in einem der Casinos beteiligt gewesen bist. Aber diesmal bist du ganz sicher unschuldig. Du, momentan die Nummer 944, heißt eigentlich Harrison McReynolds. Und genau diesen Namen hörst du auch hinter dem Energiefeld deiner Zelle. McReynolds? Ja, das ist der Kerl, das ist er. Ja, anscheinend prüft die Wache nochmal, ob du es wirklich bist, und die Ordnungskraft hebt dich unsanft auf die Füße. Harrison McReynolds. So. Also, ich bin völlig unschuldig. Sieht irgendwas an mir danach aus, als würde ich die Art Typ sein, die in so Casinos rumhängt? Das muss eine Riesenverwechslung sein. Es ist mir völlig egal, ob sie dich verwechselt haben. Ich bin nur hier, um dich hier wieder rauszuholen. Ja, das gefällt mir doch. Ja. Du hast mitbekommen, dass momentan große Unruhen sind. Du interessierst dich kein bisschen für Politik und dir ist es scheißegal, denn eigentlich bist du aus ganz eigenen Gründen hier. Schulden haben und Schulden eintreiben. Und bist leider zur falschen Zeit einfach am falschen Ort gewesen. Die Wache packt dich grob, nimmt zwei Mac-Schellen, das sind magnetische Handschellen, die du jetzt an jede Faust bekommst, die dann zusammengeführt werden. Das Schlechte ist, man ist damit sehr bewegungseingeschränkt. Das Gute ist, mit dem Ding kann man jetzt durch das Energiefeld der Zelle, das heißt immerhin das bedeutet, du wirst durchgeschoben. Und auf der anderen Seite steht diese Lady, trägt eine Armaplastrüstung, jedenfalls am Oberkörper, und ein schweres Gewehr und sieht nach offiziellem Militär aus.
Sergeant? Ist das der Kerl? Ja. Ja, ich glaube, es ist der. McGrane ist richtig. Ja, kommt auch an, wer fragt. Sergeant Delaware Tusk. Ich bin von der militärischen Organisation, die die Casa beschützt, das große Handelskonzil. Und wir haben ein gewisses Interesse, dass sie diesen Ort hier verlassen. Ab hier übernehme ich. Ja, dann sind wir ja schon zwei. Ich habe ein Rieseninteresse daran, diesen Ort zu verlassen. Und ich bin eigentlich auch schon so gut wie draußen. Also danke, ne? Ja, mit diesen Mac-Handschellen werden Sie allerdings nicht weit kommen. Folgen Sie mir. Ja. Du bist in der Obhut der Armee. Du weißt jetzt gerade nicht, ob das besser ist. Also von allen drei Orten, Zellem, Armee und Pandora, war dein Traum eigentlich der schönste Ort. Und irgendwie schwingt der auch noch so ein bisschen nach, wenn du den Sergeant kurz reden hörst. Allerdings sagt sie nicht, ich sehe dich, sondern ich habe sie eine Weile beobachtet, da in ihrem kleinen Luxushotel. Wie genau sind sie dorthin gekommen? Ach, das war alles eine ganz harmlose Verwechslungsgeschichte. Eigentlich sollte mein Anschlussflug von hier aus weggehen, der wurde dann aber storniert. Sie wissen ja, diese Solarstürme. Und dann wurde ich da eigentlich nur einquartiert. Ich hätte eigentlich gar nicht da lange warten müssen. Eigentlich sollte mein Flug gleich weitergehen. Und irgendwie bin ich dann hier gelandet. Aber ich habe damit absolut gar nichts zu tun. Nichts. Ich verstehe. Das Blöde ist, dass sie nicht besonders weit kommen. Momentan ist Startverbot für komplett Karital. Und es liegt daran, dass das große Treffen der drei ansteht. Und wir mit sehr vielen Unruhen und Aufruhr zu tun haben. Aber das muss sie eigentlich gar nichts angehen. Das interessiert mich auch alles gar nicht. Das ist alles gar nicht meine Welt. Ich brauche sie. Wozu das denn? Um Hotels zu testen, oder? Sie sind doch käuflich. Naja, wenn Sie das so ausdrücken, dann klingt das so schmutzig. Also, 5000 Credits? Ja, natürlich. Mache ich. Ich erläutere Ihnen alles im Shuttle. Ja, und ihr verlasst das Präsidium des Bezirks und seid auf der nicht so stark befahrenen Straße. Die Bezirke dieser Stadt sind in mehrere Ringe eingeteilt und je näher man ins Zentrum kommt, desto wichtiger sind dort die Persönlichkeiten, desto höher der Schutz und desto befahrener auch die Verkehrswege. Hier in diesem Außenbezirk ist es eher etwas ruhiger gehalten und dementsprechend hast du jetzt auch eigentlich gedacht, dass du nicht länger hier bleibst. Aber der Satz Startverbot bedeutet natürlich, dass eine Art Luftquarantäne besteht und hier nichts mehr starten und landen kann, was sehr, sehr schlecht ist. Du kommst raus und schaust dir in die trübe Umgebung, eine staubige Straße, vereinzelte Gebäude, noch weit weg von den großen Skylines der Innenstadt. Und sofort siehst du auf der anderen Straßenseite vier zwielichtige Kerle, unter anderem einen dir bekannten Herrn. Das ist Gorm. Gorm. Gorm ist der Adjutant einer deiner ehemaligen Partnerinnen, Jess Skelling. Das ist diejenige, der du eigentlich aus dem Weg gehen willst, denn der schuldest du Geld. Denjenigen, den du suchst, Oligon Senna, ist wiederum derjenige, der dir Geld schuldet. Und diese unangenehme Triangle hat dich überhaupt hierher gebracht. Jetzt ist Gorm mit seinen drei Schlägern da drüben wahrscheinlich wegen dir her. Er hat irgendwie rausgefunden, wo du verlegt wurdest und das Einzige, was ihn gerade davon aufhält, dich mit seiner fetten Bumme zu pulverisieren, ist anscheinend die Militärdame neben dir, die vier nicht beachtet. Hören Sie, Mrs. Army Man, wir müssen hier also auf jeden Fall in eine ganz andere Richtung, weil ich habe auch gesehen, da vorne geht es verkehrsmäßig gar nicht so gut weiter. Wenn wir vielleicht einfach nur hier einen kurzen Umweg hier um die Ecke gehen könnten, dann würden wir da auch viel schneller zum Ziel kommen. Wenn Sie meinen, wir nehmen einen Shuttle in den 6. Bezirk.
Ja, aber also es wäre mir sehr wichtig, dass wir, Sie sehen ja schon da vorne, wie diese Typen da stehen, wie sich das alles ballt und da ist ja ein Riesenstau. Also wenn wir das vielleicht umgehen könnten irgendwie, dann sparen wir eine Menge Zeit. Vertrauen Sie mir, ich bin Tourist. Zeit ist gut, denn Zeit haben wir tatsächlich sehr wenig. Also gut, kommen Sie mit. Ja, und ihr dreht um und du siehst Gorm noch ganz kurz mit seinem mittleren Finger von den dreien. Und dann dreht er auch Ah. ab. Bekannte von Ihnen. Ach, das ist so eine internationale Geste. Wenn Sie mal ein bisschen mehr rumkommen würden, dann würden Sie die auch kennen. Ja, wir vom Militär, wir stecken immer in unseren Panzern und sehen nichts von der Welt. So, steigen Sie ein. Ja, das Shuttle ist für zwei Personen, fährt automatisch und trotz Mag-Schellen kommst du rein und kaum bist du drin, löst sie endlich mit einem kleinen Chip auch diese unangenehmen Mag-Schellen. Ah. Sechster Bezirk, mittlerer Ring. Und dann bewegt sich das Ding los. Sie lehnt sich zurück. Ich war bei 5000 Credits, nicht wahr? Ja, und wenn Sie jetzt noch einen Wunsch dazu haben, könnte es aber auch Ja. noch teurer werden. Also, das ist ja kein Blankoscheck. Es gibt ja gewisse Bedingungen und Klauseln, die da eingehalten werden Nun, müssen. wie sind denn Ihre Bedingungen und Klauseln bei Personenschutz, frage ich jetzt mal direkt. Oh, da wird das aber gleich verdoppelt. Huiuiui. Gut, dann lassen Sie mich kurz sagen, Sie sind nun Teil einer, ich sage mal, verdeckt militanten militärischen Vorgehensweise. Wir müssen nämlich jemanden aus dem Hospital im zweiten Bezirk von diesem Planeten schaffen. Oh. Wenn ich mal ganz Rechnen? kurz. Ja, ich musste mal kurz. Ja. Oh, also, wir waren ja schon bei 20, ne? Wir sind schon mit 20 sind wir ja eingestiegen. Sie verdoppeln also 5 auf 20, verstehe. Naja, aber also Sie müssen ja auch aktuelle Kurse mit einberechnen und es gibt gewisse wirtschaftliche Entwicklungen, Den die. letzten Kurs, den Ich Sie mach die hatten, war Regeln hinter nicht. Gittern. Ich mach die Regeln nicht. Verstehe. Also ich glaube, wenn wir bei 25 einsteigen und dann mal mit Gefahrenzulage, also ich glaube mit 28 und dann mal sehen, was dann auch an Spesen draufkommt. Gut, schauen wir mal. Also, diese wichtige Persönlichkeit muss eskortiert werden. Und das bedeutet, wir müssen dieses unruhige System verlassen. Ich hoffe, Sie haben hier keinen näheren Verwandten, den Sie noch Tschüss sagen wollen, oder Ihre Freunde. Denn, Ach, die kommen auch ohne mich klar, das ist kein Problem. fantastisch. Gut, wir werden jetzt im siebten Bezirk zunächst halten. Und dort gibt es eine Taverne, in der wir hoffentlich einen semi-illegalen Piloten anheuern können, der das Startverbot sozusagen übersehen kann und uns hier wegbringt. Nur weil ich gerade schon dabei bin, die Quittung auszustellen für diese ganze Geschichte, um wen genau geht's denn da eskortemäßig, damit das alles seine Richtigkeit Um einen hat? Diplomaten. Ja, aber das kann ich ja so schlecht in das Feld eintragen. Da geht's ja schon immer um konkrete. Sind Sie Söldner oder Buchhalter? Naja, vielleicht bin ich ein neugieriger Söldner. Dann müssen Sie Ihre Neugier ein wenig zügeln und mir ein wenig vertrauen. Immer bin ich diejenige, die dafür gesorgt hat, dass Sie nicht mehr in dieser kleinen Zelle sind, nicht wahr? Diplomat. Genau. Dem ist es auch ganz egal, welcher der drei Fraktionen angehört. Sie wissen um die drei Fraktionen? Na, selbstverständlich, aber Sie könnten mich ja vielleicht nochmal erhellen. Ich habe einen ziemlichen Schlag auf den Kopf bekommen, als ich da in diese Zelle rein Ja. bin. Ja, und mehrere Tritte, ich hab's gesehen. Die Hasa, die große Handelszone, herrscht über 80% des Marktes im System. Dann der Imperialrat, der aus den vier näheren Planeten des Kreises, naja, der hält die militärische Hoheit inne. Und die Agun-Allianz, der Zusammenschluss von fast 20 Rassen. Nun, Ja, ich stell's sagen wir mir es auch mal gerade so, in dieser vor. Zelle habe ich den Zusammenschluss der 20 Ratten kennengelernt. Das ist ein anderes System, das wäre Warhammer, die hauptsächlich Rohstoff und dem Minengewerbe oben auf den Asteroiden beherrschen. Diese drei Moloche werden wahrscheinlich zu einem Vertrag zusammenkommen, was den Frieden und Wohlstand sichern wird, aber auch so viele Unzufriedene und Abgehängte zurücklässt, dass es nun zu lauter Anschlägen kommt. Unter anderem den gestrigen, den man ihn anlastet. Ja, jetzt Ja. kommt's mir wieder. Ja. Ja. Wie gesagt, Politik, die uns eigentlich nicht interessiert, denn wir werden, wenn alles gut geht, heute Abend diesen Planeten verlassen. Aber sicher doch. Gut. Aber erstmal geht es um diese Stadt.
und wir fahren durch den Bezirken von Karatel immer näher zum Zentrum. Und das Shuttle hält am 7. Bezirk in einen der äußeren Kreise. Und du siehst eine kleine, recht schäbige Kellerspelunke, die da steht: Liot Taverne. Das ist der Laden? Ich hoffe, hier finden wir einen Piloten. Aber Sie können ja fantastisch verhandeln, wie ich gemerkt habe. Na, aber selbstverständlich. Haben Sie Durst? Aber immer. Und wir steigen aus dem Shuttle aus und gehen in die Taverne.